Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas-Küche. Heute verarbeite ich die Reste von gestern. Wir haben gestern ein bisschen Besuch gehabt und wie es das mal beim Besuch ist, dann hat man immer Angst, zu wenig zu kochen und hat dann mal doch zu viel gekocht. Und von dem Kartoffelbrei ist übrig geblieben und da kann man natürlich, Kartoffelbrei kann man warm auch machen. Funktioniert wunderbar. Kann man auch was anderes machen. Und heute habe ich mich entschieden für diese leckere Kartoffelteile. Mit Käse und Quark im Teig. Und dann schmeckt das schon ganz anders als zum Beispiel nur Kartoffelbrei. Dann habe ich noch die Reste von der Sahnesoße mit den Möhrchen und Erbsen. Und das ist dazu, das schmeckt gut. Und im Geschmack wirklich ganz anderes als einfach nur Kartoffelbrei. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Und vielleicht einer oder die andere wird sogar das extra nachzumachen. So, meine Lieben, was machen wir dann mit den Resten von den Kartoffelbrei? Es stand jetzt im Kühlschrank, deswegen ist es richtig so kalt und hart. Den Kartoffelbrei habe ich aber auch schon gemacht mit ein Eigelb und ein bisschen Butter war drin. Und heute machen wir aus diesem restlichen Kartoffelbrei so eine kleine Kartoffelbratlinge oder Taler. Ach, unterschiedliche Namen kann man dazu geben. Ich habe abgewogen und bei mir ein bisschen mehr als 500 Gramm noch Kartoffelbrei. Gebe ich es in die Schüssel und wir werden so einen schönen Kartoffelteig machen aus dem und schönen bisschen so einwürzen. Dafür werde ich ein Stückchen Käse reiben. In meinem Fall habe ich jetzt Gouda, aber kann man wirklich unterschiedliche Sorte von der Käse nehmen. Reibe auf die grobe Reibe. So, und geben wir jetzt diese geriebene Käse in den Schüssel. So, dazu geben wir noch ein Ei. Ungefähr die Hälfte von den Päckchen Quark. In meinem Fall ist das 40% Quark, aber es kann man auch Magerquark nehmen. Oder Frischkäse nehmen, wenn ihr zum Beispiel Frischkäse zu Hause habt. Irgendwas sowas Milchsäuerliches. Mehl, aber das werde ich noch sehen, ob ich Mehl noch mehr brauche. Wahrscheinlich, ich habe jetzt mir nur 100 Gramm abgewogen, aber bei 500 Gramm Kartoffel muss ich bestimmt noch ein bisschen was dazu geben. Natürlich ein bisschen auch Salz, anwürzen, Pfeffer, Cayenne und Chili Mix, Pfeffer und auch Kräuter dazu geben. In meinem Fall, das sind die so ein Mixkräuter. Hier sind Schnittlauch, Petersilie und Dill. So, und werden wir das alles gut verrühren. Am besten mit der Hand. Ich ziehe lieber Handschuh an. Alles erstmal gut verrühren. Und dann geben wir dann so viel von dem Mehl, dass wir danach können kleine Teile machen. Aber immer nur ein bisschen dazu geben. So, 2 Esslöffel und dann wird man sehen, ob man noch braucht. Es soll auch nicht ganz fester Teig sein. Wegen Mehl, es wird bei jedem unterschiedlich sein, wie das den Kartoffelbrei war, welche Quark nimmt ihr, ob das 40% oder Magerstufe, die haben diese Feuchtigkeit gehalten, unterschiedlich. Oder vielleicht nehmt ihr einfach Frischkäse, das ist noch fester. So, es sieht schon gut aus, es soll nicht richtig pappfest sein, weil wir werden jetzt die im Mehl wälzen. Dann nehmen wir uns so ein kleines Stückchen und schaut ihr, es klebt schon nicht mehr an die Hand, perfekt. Und werden wir dann in Mehl wälzen. Es kann man dir auch noch panieren. Zum Beispiel in Ei und dann Paniermehl. Geht auch. Dann mache ich die ein bisschen flach. Ups, mit einer Hand auf. Aber ich muss die Handschuhe ausziehen erstmal. Wenn die fertig gedreht haben und im Mehl gewälzt, dann nehmt euch ein Brötchen oder sowas und legt einfach da drauf.
Und einen Halt kann man so einen Löffel nehmen und mit dem Löffel, dass die ungefähr alle gleich sind. Die Hände ein bisschen im Mehl flach drücken und so eine Teller machen. So, die Teller sind fertig und jetzt gehen wir ans Herd und bereiten wir die fertig zu. So, nimmt die Öl, in welche ihr brät, und macht die richtig schön heiß. So, und besser ist es mit den Holzstäbchen probieren und wenn es sprudelt, dann ist schon gut. Und braten wir die von beiden Seiten goldbraun. Die muss ich nicht lange gebraten, weil es ist fertige Kartoffelbrei und den Quark und das Ei, was da drin ist, es braucht nicht lang. Einfach beide Seiten knusprig braten und servieren. Dazu kann man servieren und mit Ketchup und mit der Mayonnaise und Schmand und Remoulade, so wie ihr gerne möchtet. Oder macht mal irgendwelche Soße dazu. Bei uns heute gibt es noch Rest von den Möhren, Erbsen, Sahne, Gemüse und das passt alles sehr gut. So, eine Seite ist fertig. Machen wir die zweite. Schaut, wie schön, wenn die ihre Form halten. Sehen goldig aus. So, jetzt sind die letzte. Holen wir die auch raus und dann können wir schon servieren. So ein Berg von Leckereien haben wir bekommen. So, liebe Freunde, so viele kleine leckere Teile haben wir gemacht und jetzt können wir auch die servieren. Nehmen wir uns auf den Teller. Schön heiß. Ich werde erstmal ohne Soße nur einfach eine aufschneiden und euch zu zeigen, wie die aussehen innen drin. Das ist jetzt von der ersten Pfanne. Das ist schon ein bisschen abgekühlt. So sieht das Obst aus. Sieht man sogar so Stückchen, wo die Käse geschmolzen ist. Und das sind die jetzt von den letzten sozusagen sehr heißen. Und ich werde auch eine probieren. Muss mal posten noch. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und sogar durch das Quark und Käse, das Geschmack jetzt von dem Kartoffelbrei ganz anders. Es könnte mal sogar noch ein bisschen mehr Würze reinmachen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Schärfe. Schmeckt wunderbar lecker. Dazu jetzt noch die Gemüse in Sahnesoße. Ich habe einfach so eine Mehlschwitze gemacht, Sahne und Gemüsebrühe dazu, ein paar Kräuter und dann die Erbsen und Möhren hinzugefügt, warm gemacht, fertig. Ein super Mittagessen. Kann man natürlich auch Fleisch dazu auch servieren. Wir haben noch Rest von falschen Hase. Da kann ich auch Scheibchen falscher Hase auch noch dazu servieren. Wird es auch sehr gut schmecken. Probiere jetzt mit Soße. Liebe Freunde, ein ganz anderer Geschmack als Kartoffelbrei. Wirklich sehr, sehr lecker. Und diese frittiertes, diese Rostaroma schmeckt sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr habt so eine Reste, dann kann man die ein bisschen verfeinern und was mal ganz anderes aus denen zubereiten. Ich wünsche euch auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!